Ich stehe hier mit Melanie Hofer und würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Und zwar ist es ja dieses Jahr ein relativ großes Starterfeld in der DTTO. Würdest du sagen, ist das gut oder eher schlecht? Also ich persönlich finde das sehr gut, vor allem da wir mit zwei Traktoren am Start sind und somit auch mehr Zeit zwischendrin haben, falls mal irgendwas schief geht. Und allgemein macht das natürlich mehr Spaß, wenn du mehr Traktoren hast, als wenn du nur zu Foot fährst oder so. Ja, das ist super verständlich. Was erhofft ihr euch denn generell von der Saison 2023? Also dass es besser läuft wie letztes Jahr, da ist ja mein Papa gefahren und da hatten wir auch technisch ein paar Problemchen. Ja, halt einfach, dass alles zusammen bleibt und dass es hoffentlich wieder so wird wie 2019. Das klingt auf jeden Fall super. Wurde irgendwie über den Winter was am Catweasel oder am PH Little Truck verändert? Tatsächlich nicht, nein, das ist alles eigentlich beim Alten. Wir haben da noch so ein paar Sachen daheim liegen, was wir aufbauen könnten, aber haben auch gedacht, jetzt erstmal wieder ruhig anfangen und dann, falls benötigt wird, können wir nochmal aufrüsten. Und was wird generell im Winter gemacht? Also es ist ja nicht so, dass die Trecker dann, sag ich mal, einfach in die Garage gestellt werden und nichts gemacht wird so. Also so diese Standardroutine haben wir immer nach jedem Rennen, dass der Motor also teilweise zerlegt wird, wenn die Verlustprüfung anschlägt, halt Ventile neu einschleifen, dann Ölwanne runter, gucken, ob Späne irgendwo drin sind, dann vielleicht Lagerschalen wechseln, alles wieder anziehen, also Pleuelschrauben und so. Aber im Winter ist es dann tatsächlich doch komplett auseinander, auch Kolben ziehen, gucken, wie das Hohnbild vom Block aussieht und eigentlich rundum erneuern, auch mal das Getriebe auf, ob da alles gut ist. Also ja, also einmal komplett TÜV, so mehr oder weniger. Und was hat sich verändert, seitdem ihr den PH Little Truck jetzt betreut? Also es ist ja seit 2019? Nee, seit letztes Jahr. Also seit letztes Jahr haben wir den neuen Traktor. Klar, mehr Arbeit. haben wir jetzt auch zwei neue Teammitglieder. Einmal mein Freund der Marco und dann ehemaliger Nachbar von uns, der Johannes. Und mit denen läuft das echt gut. Und ja. Ja, und wer wird welchen Trecker fahren? Also gibt's da irgendwie, fährt Papa ein, fährt, keine Ahnung, der ehemalige Nachbar ein oder? Nee, tatsächlich ist geplant, dass ich beide fahre. Das hat sich eigentlich jetzt so die Jahre, als ich gefahren bin, recht gut rausgestellt, dass mein Papa da halt so drumherum gucken kann, wie die anderen fahren, dann noch Feineinstellungen machen kann und ich mich einfach nur aufs Fahren konzentriere. Ja, das klingt auf jeden Fall nach dem Plan. Und welche Platzierung erhofft ihr euch denn heute? Also ich meine natürlich, umso weiter oben, umso besser. Aber ja, ich meine, heute geht es ja um nichts an sich. Da probieren wir mal noch ein bisschen aus. Und genau. Super, vielen Dank.